Lieben, ich möchte euch heute mal mitnehmen zu den Anfängen meiner musikalischen Reise im Schlager. Und dazu sind wir heute mal in den Westerwald gefahren, hier in den Ort Höhenöllingen. Hier könnt ihr sehen, das berühmte Tanzlokal Korallenriff. Und hier ist schon so mancher Künstler über die Bühne gehüpft. Ich zeige euch gleich mal drinnen, wie es aussieht. Kommt doch mal mit rein. Jetzt sind wir im Tanzlokal Korallenriff und hier kann ich euch verraten, ist so mancher große Künstler schon über diese Bühne gegangen und hat gesungen, zum Beispiel Wolfgang Petri, Roland Kaiser, Andrea Berg, sogar am Anfang Modern Talking und Jürgen Drews und viele, viele mehr, die ich gar nicht hier alle aufzählen kann. Jetzt nehme ich euch mal mit. Als damals das deutsche Musikfernsehen hier war und gedreht hat an diesem Tag, bei dieser Fernsehaufzeichnung, stand ich auch hier auf dieser Bühne zum ersten Mal. Und ich kann euch versprechen, wir haben damals die Knie gewackelt. Mein Herz schlug bis in den Hals und ich war so aufgeregt. Und das Publikum, ein wunderbares Publikum, aber das waren so viele, das ganze Korallenriff war voll bis oben auf der Empore. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, ich habe gezittert und ich erinnere mich aber sehr gerne zurück. Es war damals sehr aufregend und wunderschön und ich denke gerne daran zurück. Ja, und hier hat alles begonnen. Damals ging meine Reise dann weiter. Gleich zeige ich euch noch mehr. Ihr Lieben, und jetzt geht's weiter. Ich sitze hier mit jemand am Tisch, den ich damals kennengelernt habe. Und ich darf euch vorstellen, das ist Werner Mohr, dem das Korallenriff gehört. Ja, und damals, wir wollen euch jetzt mal, vielleicht kannst du das tun, Werner, das erzählen, was sich damals ereignet hat und wodurch ich dann auf diesen Weg gekommen bin, bis heute. Tja, wenn, dann müsste man vorne anfangen, aus dem einfachen Grund, so viel wie ich mich noch entsinnen kann, wolltest du als normaler Gast kommen. Leider Gottes, an dem Tag, wo du gekommen bist, ich weiß nicht mehr genau, war Tanzverbot, irgendwas muss ja gewesen sein, das nicht geöffnet war. Ja, und heute, damals war ich enttäuscht, dass die Tür nicht aufging, aber heute freue ich mich, dass sie nicht aufging, denn dann habe ich dich kennengelernt und du hast dann mir einen wunderbaren Abend gegeben. Damals hast du, weil du wusstest, dass ich eine klassische Ausbildung habe, mir dann auf diesen Weg geholfen und hast mich dann quasi, einfach gesagt, mach doch mal was anderes, wenn du doch so gerne tanzt und Schlager hörst, das kannst du doch bestimmt auch singen. Ja, und so bin ich deinem Rat nachgegangen und bis heute dabei geblieben, mit mehr Freude als denn je. Ja, und dann eines Tages, ich hatte dann inzwischen eine Single aufgenommen
Und dann hast du gesagt, ja, das deutsche Musikfernsehen ist da. Hast du nicht Lust, mal rüberzukommen und mitzumachen? Ja, und so ist es dann auch passiert. Und das war dann, wo ich damals den ersten Auftritt hatte. Und jetzt zeigen wir euch auch mal eine kleine Szene, wie ich damals so aufgeregt war und das erste Mal im Korallenriff dann auf der Bühne stand. Das erste Mal auf der Bühne zum Singen? Ja? Fast? Also, liebe Gäste, unterstützt sie einfach ein bisschen, ja? Und mit viel Applaus jetzt, wenn es losgeht. Fast der erste Auftritt heute. Ein bisschen klassische Musik. Hat es euch gefallen? Dann wollen wir auch noch ein bisschen mehr hören in Zukunft von dir. Ne? Dankeschön für die Darbietung. Na, habt ihr gemerkt, wie aufgeregt ich war? Das war damals nicht leicht für mich. Und Werner, kannst du dich auch noch erinnern, als ich damals aufgetreten bin? Dorina, das ging nicht dir alleine so, das ging allen Künstlern so. Jeder, der mal auf der Bühne gestanden hat, hat irgendwann einmal angefangen. So, und so ging es mir zum Beispiel vor 50 Jahren, wie ich das erste Mal vor dem Mikrofon gestanden habe, ging mir genauso. Und aus diesem Grunde, weil ich eben das Ganze von der Materie her von Picke auf mitbekommen habe, bei vielen, vielen Leuten, war ich auch immer bereit mitzuhelfen, dass derjenige sich wohlfühlt und ohne Angst nachher auf die Bühne geht. Ja. So ein musikalischer Werdegang, der ist immer ganz spannend. Ich finde, besonders im Rückblick, wenn man die Pleiten, Pech und Pannen, die man so verfolgt, die haben immer einen auf diesem Weg weitergebracht, wie zum Beispiel diese verschlossene Tür, die hat sich dann auf andere Art und Weise mal ganz anders geöffnet für mich. Und das war ein sehr schöner Weg bis heute. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe Erfahrungen gemacht. Mit so vielen Menschen bin ich zusammengekommen. Und durch den Werner habe ich auch ganz viel gelernt. Das heißt, bei 50 Jahren Erfahrung in dieser Erlebnisbranche der Musik, wie Werner wirklich von sich sagen kann, da kann man auch Künstlern wirklich helfen, auf den Weg zu kommen, denn er hat sehr, sehr viel Erfahrung. Unter anderem, wie ich es schon erwähnt habe, hängen hier, ich sehe gerade Thomas Anders, wie er noch ganz jung war, und viele andere bekannte Persönlichkeiten wie Gigi Anderson und Ibo haben hier im Korallenriff schon ihren Auftritt gehabt. Musik.
Ja, ihr Lieben, es ist soweit. Wir verabschieden uns jetzt hier von der ersten Reise. Und ich würde sagen, bis demnächst mal. Ciao, ihr Lieben. Werner? Ja, ich bedanke mich auch für das schöne Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Bleib so, wie du bist. Mach den Menschen viel Freude. Und dann wirst du später, wenn du mal in mein Alter kommst, erleben, was du dann im Leben zurückbekommen hast. Bekommen. Denn da liegt der Segen drin. Die meisten wollen immer nur nehmen, aber bei dir habe ich eben gemerkt, du bist auch bereit, immer wieder zu geben. Bleib so, wie du bist, und später wirst du deine Freude dran haben. Ganz lieben Dank. Ciao, ihr Lieben. Bis bald.